Und da sind wir wieder weg zu CSGO Overwatch. Willkommen hier im Overwatch. Ich versuche im Moment wirklich jeden Tag eins zu bringen, jeden Tag um 13 Uhr, damit wir erstens mal immer schön die Cheater ficken und zweitens natürlich, dass ihr Content habt. Heute wieder mit Musik. Gestern habe ich es vergessen, hört man sie? Ja, man kann sie hören, ne? Sehr schön, sehr schön. Okay, also auf Short kommt einer. Und es scheint so, als wenn er so... Also eben hat man ihn steppen gehört. Aber er schleicht da so um die Ecke, als hätte er gewusst, dass er da reingelaufen ist. Man hat ihn bis hierhin steppen gehört, bis hier vor. Ich zeig gerade mit der Hand dahin, das sieht er ja gar nicht. Und die seht ihr die Maus so ein bisschen? Bis da ist er gesteppt, also gerannt. Und dann ist er geschlichen. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er, wenn er da schon lang rennt, dann, dass er hier reingeht. Aber es scheint schon so ein bisschen nach einem Wallhack auszusehen. Gut, das hat man auch wiederum gehört. Das war abzusehen, aber er ist so sackschlecht. Oh mein Gott. Es war natürlich... Ich glaube, das ist auch eine sehr niedrige Elo, kann das sein? So langsam, wie die spielen alle. Ja, er geht jetzt halt so lang, damit es nicht so extrem auffällt, aber... Er hat einen Wallhack. Also er hat auf jeden Fall einen Wallhack am Start. Das ist vielleicht ein Kacklurch. Jetzt hat er sogar noch einen Defuse, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ja, sehr gut, er holt die Bombe nicht. Was für ein Vollidiot, hätte er noch schaffen können. Aber daran merkt man, dass es wahrscheinlich ein ziemlich harter Low-Spieler ist. Wahrscheinlich ist... Was für ein Lag gerade eben. Es sieht auch irgendwie aus wie ein, ich sag mal jetzt, unterstes Goldspiel, aber eher sogar Silber. Also er stand da jetzt so lange rum. Wir haben hier 13-7, 13-2, 14-5. Möglicherweise, ich weiß, aus den Sets kann man nicht allzu viel ablesen, aber etwas schon. Möglicherweise haben auch die Gegner diverse Dinge aktiviert, wobei das gerade eben überhaupt nicht zu spüren war. Da hätten sie ihn eigentlich killen müssen. Er wird doch jetzt nicht einfach durch das Fensterchen da schießen. Also wirklich, du frecher Dachs. Ja gut, aber er ist halt sackschlecht. Er wird den gar nicht... Oh, er hat ihn bekommen. Okay, okay. Aber den nächsten kriegt er nicht, weil er einfach ein sackschlechter Lurch ist. Smoke? Aha. Wir haben übrigens gestern, beziehungsweise heute, wieder einen dicken Overwatch-Bonus bekommen. Das heißt, die letzten paar waren wohl alle richtig. Und die Bonus-XP wurden eingefahren. Das hat mich natürlich wieder sehr gefreut. Okay, jetzt nur noch zwei mittendrin, drei. Er versucht jetzt wahrscheinlich gerade von hinten die noch wegzunatzen. Ja, es ist einfach nur auf der untersten Elo. Also ich habe sogar eher Silber-Elo, so wie die da vor sich hin dödeln. Und da halt mit Wallhack zu spielen, das ist lächerlich. Aber man merkt, dass es kein Smurf ist, der mit einem Cheat spielt, sondern dass es wirklich jemand ist, der einfach nur sackschlecht ist. Naja, okay. Der andere ist noch da oben. Wird er jetzt von der Mate gerissen oder von ihm? Ja, guck mal, wie er so tut, als müsste er sich umschauen. Diese Umguckung gerade eben war einfach das Behindertste, was man machen kann. Es ist nur noch einer übrig, der ist gesichtet von dem Upper-Mitte-Spieler. Und er schaut so nach rechts und hoch ins Window. Dabei sieht man auf der Karte, wo der letzte Tee steht. Sogar komplett ohne Wallhack. Also wirklich. Es ist der Kacknoob des Todes mit Wallhack. Ach, guck mal, wie er sich umguckt, wie er so komisch rumzuckelt. Achso, wie war jetzt der Ping? Ich habe eben kurz geschaut. 52, mein Bart geht wieder in die... Mein Bart vereint sich mit meinen Nasenhaaren. Und kitzelt das immer so brutal. Ah, ne, ich dachte, ich hätte jetzt die Maus komplett. Manchmal habe ich die Maus im Bildschirm außen und manchmal wiederum nicht. Warte mal, was ist, wenn ich jetzt das Overlay aufmache? Dann seht ihr das, okay. Und jetzt ist sie wieder weg, schade. Naja, egal. Ja, auf den wartet er jetzt, den er auch zurecht killen würde, weil der eben auch gerade sein Mate geschossen hat. Das heißt, geschossen hat. Habt ihr das gesehen? Er dreht sich im gesunden Zustand weg. Und da oben kommt einer gejumpt. Also das ist wirklich Kacknoob vom Feinsten. Er dreht sich im gesunden Zustand weg. Das dauert dann, also, naja. Naja. Sag bloß, der Nächste kommt jetzt auch da hochgehüpft und kommt davor, ne? Die Tees könnten halt auch richtig aggressiv zusammen in der Masse drangehen und nicht einzeln sich jedes Mal wegholen lassen. Wow. Wie ihr sie beide anguckt. Ich weiß, wo ihr seid. Das ist einfach lächerlich. Es ist echt ridiculous. Und dazu ist er halt noch so sackenschlecht. Also es unterstützt auf jeden Fall auch immer wieder unsere These, die wir alle haben oder hegen. Und zwar die, dass die Cheater einfach nicht nur... keine wirklichen Menschen sind, sondern eher Abfall, sondern auch einfach gar nichts drauf haben. Also grundsätzlich nichts drauf haben. Richtige Kackvögel sind. Leckt er jetzt? Also das war doch irgendwie ein dicker Leck, oder? Ja, 73, 102. Aber der andere hat auch einen recht hohen Ping, dieser Kite. Also es scheint wohl auch einfach so ein schlechter Server zu sein. Die haben alle, oder die haben die meisten von ihnen haben erhöhte Temperaturen. Vor allem die Tees. Naja,
Hatten wir gerade letztens auch in irgendeinem Viewer-Game, ne, wo wir gesagt haben, shit, warum, was machen wir denn hier auf einem so und so Server, der was weiß ich, wo in Buxtehude lag. Das ist halt bitter, aber es hat natürlich nichts mit dem Warlack zu tun. Auch an der Stelle wieder, ich weiß nicht, also sie hatten im Window keinen Spieler. Ich weiß nicht, wie lange der nicht in Window war. Und sie haben auch auf Short keinen Spieler. Das heißt, es ist gar nicht klar, ob nicht Lower Mid schon was ist, beziehungsweise ob nicht einer unten durch den Tunnel gekommen ist und die ihn jetzt gleich von links nutzt. Er ist sich ganz, ganz sicher, dass jetzt alle rechts sind, alle Gegner, weil er sie sehen kann, zumindest auf eine gewisse Distanz. Und das ist einfach ridiculous. Ja, guck mal, wie er jetzt auf einmal sich sagt. Ja gut, da ist ja der Smoke. Würde sehr auffallen, wenn ich ihn jetzt nutze. Aha. Er hat sich wahrscheinlich gerade eben gedacht, dass einer von hinten kommt. Ah ne, er steht einfach nur AFK da. Okay. Gut, mach das doch. Steh ruhig AFK rum, du Vollidiot. Wisst ihr, der denkt sich jetzt, ich warte jetzt mal die Smoke ab, sonst fällt es zu sehr auf, wenn ich alle durch die Smoke kill. Und jetzt in 2-3 Sekunden ist er wieder da. Oder auch nicht, hallo? Jetzt ist er wieder da. Was für ein Vogel, ey. Vielleicht hat er was geschrieben. Warum smoke der? Ich will doch mein Warlock benutzen. Das auch wieder. Also es ist wirklich ridiculous, was er da treibt. Es könnte auch einer Klaus sein. Hat er den Arsch geschossen. Seht ihr es? Den hat er auch sofort. Na, okay, gut. Gut, der da hinten, der ist zumindest... Achtung, jetzt passt aber auf. Der wurde von seinem Mate gerade... Sein Mate wurde von ihm gekillt. Deswegen hat er da schon mal hin... Also er hat blöd geaimt, aber... Er sieht durch die Wand, dass der Kerl eben zurückging und auf einmal wendet er sich wieder von ihm ab. Das ist wirklich höchst lächerlich. Mal gucken, ob er jetzt dann gleich rangeht. Blending. Er wartet jetzt hier einfach ab, oder wie? Er stellt sich wieder AFK in die Ecke. Ist wahrscheinlich wieder am Schreiben oder so, oder wird halt von seiner Mutter gerufen, dass er bald seine Windel wechseln muss, wegen dem Ausschlag. Ha. Naja. Die Runde wird er jetzt wahrscheinlich einfach verlieren. Also, Grief bekommt er jetzt auf jeden Fall. Also, noch zusätzlich bekommt er den Grief, weil das hier ist Griefen hoch 10. Einfach rumzudödeln und nichts zu machen. Ich meine, gegen 2, da hätte er doch was machen können. Da meint er nicht auch. Muss man zwingend, wenn die Bombe doch nicht mal gelegt ist, aufgeben? Sicherlich nicht. Das ist einfach antisocial und vor allem anti-competitive. Das ist nicht der Sinn des kompetitiven Spielens. Schon 30 Sekunden bevor die Bombe gelegt wird, einfach aufzugeben und nichts zu machen. So. Ja, er weiß halt, dass er da drin ist. Und er kann sich scheinbar auch denken, wo der andere ist. Er versucht ihn jetzt sogar zu holen. Wisst ihr, die Chancen stehen extrem gut, dass er auch Richtung T geht oder sowas. Aber nein, für ihn nicht. Er weiß ja, wo er ist. Da haben wir wieder einen dicken Wallhacker ausgeschaltet. Das freut mich. Das haben auch vor kurzem ein paar geschrieben. Hey, cool, dass du jetzt jeden Tag Overwatch das machst. Nicht nur wegen dem Unterhaltungsfaktor, den wir da jeden Tag dann nochmal zusätzlich haben, sondern weil die Cheater halt noch mehr auf die Mütze bekommen. Wenn jeder Overwatcher jeden Tag 100 Overwatches machen würde oder so viele wie ihm eben zustehen oder zugestellt oder zugeschickt werden, dann würde das die ganze Sache natürlich auch nochmal beschleunigen für eine chilligere Atmosphäre. Wenn das hochgefahren werden würde. Ich weiß nicht, wie viele Overwatcher es gibt auf der Welt. Aber Fälle gibt es scheinbar immer noch deutlich mehr. Denn ich kann, wie gesagt, alle 8 Minuten einen Fall machen. Wenn ich es den kompletten Tag durchziehen würde, hätten wir wirklich sehr, sehr viele Leute einfach schon gebastelt. Leider habe ich dafür keine Zeit. Aber ich sag mal so, wenn jeder, der Overwatchen kann, jeden Tag einen Overwatch machen würde, würden wir, glaube ich, vorankommen. Oder schneller vorankommen wie eben... Was war denn das? Wollt ihr sich einfach den Gürtel anschauen von ihm oder was? Ja, da würden wir schneller vorankommen im Cheater-Busting-Business. Dieses Overwatch dauert echt lange, ne? Das ist ein ganz schön langes Teil. Lange Runde. Ja, warum auch nicht? Okay. Er ist sich ja wieder ganz, ganz sicher, dass da unten niemand kommt. Also er aimt da jetzt nicht irgendwie runter oder so. Er geht direkt mal Richtung Mitte, wo er jetzt auch einen sieht. Und den auch nutzt. Echt, er kann ihn ja auch durch den Ding schießen, durch den Karton. Ich hab da voll gespuckt, hab da aber nicht gemerkt, gell? Dankeschön. Er hätte ihn auch durch den Karton killen können. Glaube ich, oder durch diese Dinger halt. So, jetzt ist er natürlich ganz, ganz sicher, dass sie auf B sind. Gut, die anderen sind auch hinten über T gelaufen, glaube ich. Das heißt, es ist schon ziemlich klar, dass sie auf B sind. Also er pre-aimt einfach zu krass. Er weiß, ich denke, ich muss den Wallhack gar nicht mehr auch rechtfertigen, oder? Ihr seid sicherlich alle der gleichen Meinung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt jemand sagen würde, ja gut. Oder? Nee, gut. Heute wird übrigens kein 17 Uhr Video kommen, beziehungsweise zumindest nicht früh. Also nicht um 17 Uhr. Weil ich, hat er jetzt so einen krassen Ping, dass er da am Kacken ist? Ja, kann sein. Weil ich heute zu lange Vorlesung habe und einfach noch nicht zu Hause bin, rechtzeitig. Ich komme erst um
Ich glaube 4:30 oder so. Wenn es gut läuft, vielleicht um 4 heim. Und da reicht, da könnte ich dann maximal noch ein Overwatch machen, damit ihr dann was habt um 16 Uhr. Aber sonst alles andere, was nochmal gerendert werden muss, dauert dann vorneweg bis 19 oder 20 Uhr. Zum Glück ist heute kein Livestream. Sonst wäre ich nämlich gebastelt, was das angeht. Oder was, ja doch, was das angeht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich es nicht heute dann komplett ausfallen lasse. Mal gucken, ob mir später noch was einfällt, was ich halt machen kann. Was halt viele komplett nicht beachten oder nicht so wirklich einsehen. Oh Gott, ist er am Laggen. Bei der... Wow, er hat echt einen Ultra-High-Ping. Ich denke trotzdem, dass der echt ist, dieser Ping. Oder? Naja, was viele nicht im Kopf haben, ist, dass diese Videomacherei ja auch Muse braucht. Man braucht ja einen Antrieb, ne? Man kann sich nicht einfach hin und sagen, jetzt arbeite ich mal vor. Dafür muss natürlich auch der Spaß oder die Muse da sein, ne? Und das ist nicht immer der Fall. Die Kreativität muss fließen können. Also jetzt nicht zwingend bei einem Overwatch, da sage ich jetzt mal, das könnte man wahrscheinlich auch am Band raushauen. Da bin ich jetzt nicht wirklich so, oh, oh, oh. Aber es gibt halt immer noch sehr, sehr viele Dinge. Also jetzt gerade Sachen, die schon lange nicht mehr kamen, wie jetzt die musikalischen Geschichten oder Dinge mit Story und so weiter, die brauchen ihre Zeit. Da muss irgendwas im Kopf vorgehen, bevor man sich da reinsetzt und irgendwas macht. Das ist bei Gustl auch gerade so ein Problem. Er hat einfach eine Barriere im Moment. Ah. Ja gut, den letzten bringen sie halt jetzt noch so um und dann ist aber die Runde vorbei, nicht wahr? Leute, 11 Minuten 33. Hilfe, ich muss bald los. Dann muss ich den verkackten PC jetzt anlassen. Das regt mich schon wieder auf, weißt? Wenn ich den PC anlassen muss, wenn ich außer Haus gehe, da will ich ihn eigentlich ungern laufen lassen. Oh mein Gott, das wäre immer noch nicht die letzte Runde. Fickt ihr mich gerade durch? Irgendwann ist ja auch mal gut, Heile Knight. Leute, komm auf die Uhr. Die wissen, die nehmen keine Rücksicht auf die Overwatcher. Ja, man hat nicht ewig Zeit, Heile Knight. Also Vision Assist und Grief drücke ich ihm auch rein. Er ist einfach behindert. So, also diese Ult, man kann sich nicht einfach am... Wie gesagt, ne, wie sehr rege ich mich da jedes Mal auf, wenn der Letzte, der eigentlich noch easy die Chance hat, was zu holen, auf einmal aufgibt, obwohl die Bombe noch nicht mal gelegt ist gegen zwei, also bitte. Verschissen nochmal. Gut, das ist halt die Low Elo, da zählen eigentlich andere Regeln, so von wegen, da gibt man dann eher auf, ne, also da sieht man nicht die Chancen vielleicht, die man eben noch hätte. Aber, ach, ihr habt ja recht. Obwohl. Ha! Naja, es ist sicherlich Silber oder Gold gewesen und da kann man das wahrscheinlich nicht als Grief zählen, weil die Leute halt einfach Angst haben und dann sagen alle auch, das Team sagt dann, save the AWP. Obwohl sie in seinem Fall wussten, dass es ein Cheater ist, ne, mit der Score und sowas, mit dem Score. Naja, trotzdem scheiß drauf. Vision Assist war auf jeden Fall am Start. So, mein Freund, ciao, ciao, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. See you later, Ligady.